ein herzliches was auch immer an alle drei, die noch zuschauen. Ein weiteres Let's Play und ich hatte ja mal vor längerer Zeit gesagt, irgendwann werde ich offline etwas tun. Und zwar diese Insel hier entfernen, also beziehungsweise den Berg auf der Insel. Und an den letzten Metern wollte ich euch dann doch noch teilhaben lassen, weil die Insel ist weg. Die Framerate auch, aber das muss uns ja jetzt alle nicht wirklich interessieren. Außerdem habe ich das Texture Pack geändert. Eine Empfehlung von Fro. Und das macht uns wie immer alle froh. Naja. Auf jeden Fall sieht es dadurch etwas blockiger, pixeliger aus und trotzdem nicht pixelig. Das ist ein tolles Texture Pack. Weil die Hardcore-Pixel-Texture Packs, die ich auch mal verwendet habe, wie Tronic und ähnliche, das geht irgendwie nicht mehr. Und das hier ist so die richtige Mischung aus Pixeligkeit und Nicht-Pixeligkeit. Und auch nicht ganz so abgegriffen wie Misa. Weil ich habe festgestellt, Leute, die das Misa Texture Packs, Pack mögen, gucken keine LPs. Naja. Jedenfalls, der LP-Durchschnitt spielt entweder mit Standard oder mit diesem hier. Also wenn es nicht gerade das von der werten Honeyball ist. Was mir aber ein bisschen zu realistisch, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ist nicht so meins. Vor allem ohne die entsprechende Grafikkarte dazu macht das eh alles keinen Sinn. Da ich die nicht besitze, bleiben wir bei diesem wunderschönen Texture Pack erstmal und entfernen die Reste, die letzten Reste des Berges. Wie man hört, hört man, dass es auch wieder Musik gibt. Musik wieder mal von meiner Lieblingsplattform, was Musik zum Casten und zum LP machen angeht, anbetrifft, von denen ist nix Deutsch, nix gut Deutsch heute. Jedenfalls, wir hören das Album Extractos von Brunuxe. Die genaue Beschreibung wie immer unten unter dem Video. Das bleibt hier schon wieder kleben in der Kante. Aber ja, das ist alles, was wir noch entfernen müssen. Dann sind wir fertig. Und hier, diese ganze Fläche wurde entfernt. Könnt ihr gerne nochmal gegenchecken mit einem der ersten Let's Plays. Da habe ich ja hier angefangen, Bäume abzuernten auf dieser Ebene. Und ja, es gibt noch was Tolles. Da gehen wir dann bald hin. Ich mache schon mal kurz auf und zeige euch das mal. Ein Teaser. Eine tiefe, dunkle Grotte. Das ist das, wo wir dann demnächst uns mal verlustieren werden. Dies ist der Raum dafür. So. Breiten wir die Sache hier mal endgültig vor. Natürlich Stufen haben wir jetzt nicht bei. Sind ja auch überbewertet, diese Stufen. Aber auf jeden Fall, da geht es ganz tief runter und ganz weit. Und hier ist auch Eisen wieder. Und ach, das wird eine schöne Hangelpartie. Demnächst einem der nächsten Let's Plays, aber dazu muss ich sagen, ich werde die Let's Plays wahrscheinlich jetzt auch mal ein paar Tage aussetzen. Also abonniert mich, damit ihr mitkriegt, wenn es weitergeht. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich die Frequenz, die ich jetzt angeschlagen habe, halten kann. Ich habe jetzt doch fast täglich ein Let's Play oder mehrere hochgeladen. Und ob das weiter so sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ja, so, das ist das tolle Neue und da gehen wir dann auch wieder hin. In einem der nächsten Let's Plays, vielleicht auch mal in einem Livestream. Weil Livestreams gibt es auch jede Woche. Jeden Mittwoch
ab meistens auch 21 Uhr auf de.twitch.tv/mugatus, also genauso wie ich hier heiße, heiße ich auch dort. Und da gibt es einen Livestream jede Woche frisch und neu. Außerdem, damit ihr wirklich glaubt, ich habe den Berg wirklich abgetragen, da ist die ganze Erde. Der ganze Berg in Erde verwandelt. So. Und meine ganzen Schippen sind ja auch schon wieder am Arsch. Deswegen machen wir uns einfach mal ein paar neue hier. Könnt ihr ja sonst nichts. Und den ganzen anderen Schlumpatz hier packen wir gleich mal weg. Nee, du kommst da nicht rein. Du kommst hier oben rein. Diamanten habe ich immer noch nicht gefunden auf meiner wilden Reise durch die Minecraft-Welt. Also durch diese Minecraft-Welt. Ich hoffe, demnächst dann auch vielleicht mal wirklich Diamanten zu finden. Und dann können wir auch mit dem Umbau des anderen Hauses vorankommen. Naja, mal gucken, was das so wird. Oh, da liegt noch Erde rum. Ist ja nicht so, dass wir davon schon genug hätten. Aber vielleicht wollen wir ja irgendwann auch mal irgendwo wieder einen Berg hinbauen. Das ist, sollte man nicht... Also das ist auch noch möglich. Und ja. Und ich werde zusehen, dass das vielleicht noch vor dem Livecast nachher oben ist, das Video. Und dann fühlt euch darüber informiert. Heute Abend wird es einen geben. Voraussichtlich ab 21 Uhr plus minus 5, ne? Stunden, Tage, Wochen. Also wahrscheinlich nachher ab 9 ein Livecast, wenn nichts dazwischen kommt. Weil ich habe ja heute Nachmittag einfach mal auf YouTube geklickt. Wenig akustische Untermalung haben wollte eigentlich, landete auf der Honeyball-Seite und habe gesehen, die macht auch Livecasts. Mann, 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 Mann. Aber ihr Spielkonzept, also das Konzept, das hinter der Welt liegt, hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht werden wir unseren Server auch dementsprechend noch umbauen, weil wir starten einen zweiten, der denn so aufgestellt ist. Mal gucken. Aber ob er dann auch wirklich die hunderte Spieler verkraftet, die dort gerade unterwegs waren. Das kann ich noch nicht ganz beurteilen. Müssen wir dann rausfinden. Vielleicht gibt es ja dafür auch noch Tricks und Kniffe, die ich dem Minecraft-Server unterjubeln kann. So, dass es dann wirklich gut funktioniert. Aber irgendwie hängt eine Tastatur schon wieder ein bisschen. Das ist irgendwie komisch. Fühlt sich alles so ein bisschen matschig an. Ach so, ja. Und ich wollte ja noch, der Framerate-Optimierer wollte ja auch noch was tun. Siehst du, das kann ich ja gleich jetzt mal ausprobieren, ob das dann was bringt. Stimmt, habe ich das sowieso schon aus, wenn es mit meiner Kiste gar nicht geht. Bill? Haha. So. Das ist meine Standardeinstellung. Super. Da dachte ich, ich hätte was gelernt. Ja, von wegen. So ein Scheißdreck. Ich brauche Hardware! Hardware! So ein Rotz, ey. Naja, auf jeden Fall. So sieht das aus, wenn man einen Berg entfernt und so glücklich klingt man, wenn es dann gleich fertig ist. Mit dem Abschluss des Entfernen des Berges ist es dann auch erstmal wieder geschehen um dieses Let's Play. Na, wobei, ein Rundgang, wo wir jetzt gerade so hier stehen in der Karte und so weiter, kann ich ja nochmal im Anschluss an das Entfernen des Berges machen, was circa in 10 Sekunden rein. Ja! Ja! Weg ist er. Ach, was für eine schöne Ebene. Herrlich. Warum hängt... Ich sollte mich vielleicht mal gen zu Hause orientieren. Außerdem habe ich ja gelernt, ich muss jetzt Tintenfische hauen, damit ich an Inksacks komme, um dann Bücher beschreiben zu können. Bin ja gespannt, wie das im Multiplayer wird. Ob das auch so ein Reinfall wird, wie die ersten Karten. Siehst du, eine Karte könnten wir uns mal craften. Echt eine Maßnahme.
So, auf jeden Fall jede Menge Erde nochmal gesammelt. Boah, das war wichtig. Erde ist immer wichtig. Also, was, wenn nicht Erde, ist wichtig. So, jede Menge Werkzeug noch produziert, das wir jetzt erstmal gar nicht brauchen. So, ein bisschen ausdünnen hier. Ja, die Kabels kann ich da unten nochmal ablegen. Ah. Mehr auf. Oh. Aber Kabels habe ich gar nicht so viele gekriegt. Also wobei doch zwei Kisten voll ist auch schon viel. Das heißt, wir könnten auch mal wieder in den Never. Und wenn ich daran nur denke, tut's weh. Um dort mal wieder ein wenig voranzukommen. So. Aber jetzt ernten wir erstmal hier eine Runde ab. Du sollst immer mit der Melone ernten. Sagte schon. Jeder Charakter, der für Bauer Suchtfrau handgeschmiedet wurde, immer mit der Melone enden. Ganz wichtig. Wichtig. Oh. So. Schauen wir mal, was denn so ist. Ach, kennt ihr es noch? Grüß dich, grüß dich. Was einem nicht alles einfallen kann, während man hier so sinnlos auf Korn mit der Melone einschlägt. Auf jeden Fall haben wir mehr Seeds, als wir brauchen. Das ist schon mal toll. Es ist immer gut, mehr zu haben, als man braucht. Das heißt, es gibt erstmal keinen Mangel. Juhu. So. Weil wir wollen ja nochmal Tiere füttern. Ich habe auch, ich muss zugeben, da wart ihr leider nicht dabei. Das habe ich dann auch offline gemacht. Hilfe. Ich hänge hier ständig an irgendwas, was nicht da ist. Das ist echt komisch. Das hängt schon wieder nach. Irgendwie Fraps in Kombination mit Minecraft macht irgendwie komische Sachen. Das ist nur, wenn ich Fraps. Also wahrscheinlich reicht die Performance dann gerade mal nicht mehr aus, um jeden Keyboard-Event für sich genommen zu interpretieren oder so ein Blödsinn. Ach, das ist doch doof. So, das ist besser. Sortiert ist immer schöner. So. Dann gehen wir mal Tiere füttern. Aber nicht gleich rausholen mit dem, was sie haben wollen. Weil, wenn man das gleich macht, dann gehen sie halt tierisch auf den Pisser. Selbst wenn man das jetzt hier erst macht, gehen sie halt tierisch auf den Pisser. Seht ihr? So viel Liebe unter den Kühen. Na, das ist so. Alle sind glücklich. Die sehen irgendwie so ein bisschen psycho aus mit diesem Texture-Pack. Muss ich ja doch mal feststellen. Aber ja, ist ja... Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich hier einen Wollblock. Ich hab den gekriegt. Nee. Ganz viel Liebe unter den Schafen. Ganz viel Liebe unter den Schweinchen. Oh. Kaum legst du das Futter aus der Hand. Da wird da raus. Ein liebendes, durstiges Schwein ohne Partner. Es tut mir leid, aber es wird wieder voll im Schweinestall. Ganz viele kleine, leckere Minischweine. Schäfchen haben wir auch schon jede Menge. Also wir könnten unsere Farbfarm machen. Die habe ich ja schon länger vor. Mal gucken, dann müssen wir die Schafe allerdings ausgliedern, auswandern lassen. An einen anderen Punkt.
Die Psychokühe, denen geht's auch gut. Eigentlich geht's allen richtig gut. Und ich sehe, ich habe noch 3 Minuten. Das heißt, ihr habt ja jetzt schon fast alles gesehen. Bis auf die wichtige Tatsache, dass das Bett immer noch da steht. Und die andere wichtige Tatsache, dass ich es immer noch nicht lassen kann, im Stream einfach mal ein Schlückchen zu trinken. So, Hundis brauche ich auch noch. Meine Hundezucht ist noch definitiv unterbesetzt. Ich weiß jetzt auch schon, wo hier welche sind. Da können wir denn demnächst auch mal hingehen. Aber jetzt soll es erstmal nochmal in die anderen Gefilde gehen. Auf der anderen Seite des Tunnels, weil hier soll ja mal ein großes, großes, großes Haus entstehen. Irgendwann. Ich suche immer noch nach einer geschickteren Art und Weise, Melonen zu ernten. Aber ich glaube, ich muss das einfach mit Pistons machen, dann unten. Ich ernte die jetzt bloß mal ab. Die sind sowieso jetzt relativ sinnfrei. Ja, so. Relativ sinnfreie Melonen geerntet. Und dann kann man das hier auch nochmal relativ sinnfrei abbauen. Kannst auch nicht neu anpflanzen, das macht keinen Sinn mehr. Ja. Alles total sinnfrei. So. Die Teichrosenblätter nehmen wir auch mal mit. Nachdem wir die so mühevoll gesammelt haben. Nebenan im Sumpf. Und da hängt die Tastatur schon wieder, ey. Scheiß die Wand an. Also wirklich. Immer hängt diese. Da, schon wieder. Habt ihr es gesehen? Ja, sich weiter bewegt, obwohl ich nicht mehr gedrückt habe. Dann gibt es doch zu. Ihr habt es genau auch gesehen, wie ich. So ein Rotz hier. So. Gaming, das neue Geschäftsmodell. Ach, darüber bin ich heute auch noch gestolpert. Eine Firma aus Frankfurt, die Minecraft-Server vermietet. Mann, ist das alles günstig bei denen. Es muss irgendwie so ein riesen V-Server sein, auf dem viele... So ein riesiger Server, auf dem alle gleichzeitig irgendwie unterwegs sind. Oder die haben irgendwie eine Storage-Lösung hinten dran, die echt scheiße schnell ist. Ich habe es noch nicht so ganz begriffen, wie sie so viel anbieten können. Und das für so einen scheiß geringen Preis. Also, echt übel. Aber vielleicht gibt es ja da auch noch Mittel und Wege in Minecraft, die mir noch nicht bekannt sind, wie man die Minecraft-Karten an sich speichern kann. Vielleicht kann man die ja auch in irgendwelche Cluster-Lösungen werfen oder so. Naja. Ist auch egal. Also, wir haben die Teichrosenblätter, wir haben alle, wir haben die Samen und wir haben den Weizen. Und ja, die Melonen haben wir auch. Ach, nehmen wir die hier auch nochmal mit. Nehmen wir die Kerne mit. Melonenkerne. Pro Pflanze gibt es ja immer 2 Kerne. Der ist schon wieder. Der hat schon wieder. Schon wieder. Die Mistsau. Naja, ich sollte mich diesem Problem mal annehmen. Demnächst. Essen erstmal ein bisschen Melone und da ist die Musik auch schon vorbei. Wenn die Musik schon vorbei ist, heißt das, wir sind auch schon fertig. Wir sind durch. Es ist aus und vorbei. Und es ist ja schon wieder weitergelaufen, obwohl ich gar nicht mehr gedrückt habe. Irgendwas ist hier komisch. Aber ja. Da hört man's. Es ist Minecraft. Oh, Wasser. So. Wieder die üblichen. Ah, dammit. Probleme durch die Tür zu kommen. Wahrscheinlich, Melone essen ist nicht gerade gesund die ganze Zeit. Deswegen habe ich auch so Probleme an der Tür hier. Ich bin mir da etwas unsicher, was das mir sagen möchte. So. Ach ja, die müssen auch... Jetzt klebt das an der Maus dran. Irgendwie was mit Sticky habe ich hier konfiguriert. Ich wette es. Ich wette es sowas von. Aber es ist eigentlich auch egal, unser Portal steht ja noch und wie gesagt, dieser kleine Rundgang und dieses kleine Zeigen, da ist was passiert. Und wann es den nächsten Let's Play gibt, vielleicht auch morgen, ich weiß es nicht.
Wenn nicht, genießt heute Abend den Cast. Ich hoffe, die Folge ist oben, bevor der Cast anfängt. Ansonsten schnell, schnell umschalten. de.twitch.tv/mugatus. Da findet ihr meinen Kanal und da findet ihr den Stream. Und wir werden wahrscheinlich auf der ersten Seite der Minecraft-Streams ankommen. Hopefully. Es sei denn, man braucht dafür mehr als 50 Zuschauer. Die werden wir wahrscheinlich wie immer nicht schaffen. Aber so 20, 30 werden da sein. Ich freue mich schon ganz besonders auf dich. Genau, auf dich, der du gerade so blöde... Guck doch nicht so doof, weil du jetzt direkt angesprochen wirst. Also, bis dahin. Bye, bye.